Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben vor der Sommerpause ein Veranstaltungsformat gemacht, Die Linke hört zu. In 7 Veranstaltungen, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht waren es auch 8 zu verschiedenen Themen. Ich war beteiligt an dem Gewerkschaftsformat und war wirklich überrascht, dass da auf einmal der Vorsitzende von Verdi saß und der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, von der IG Metall durchaus auch Prominenz da, von der NGG waren Leute da. Und dann sagen die zu uns, insbesondere der Jürgen Bodner von Verdi, ihr müsst wieder reinkommen in den Landtag. Da gibt es ein handfestes Interesse daran. Wir haben auch im Sommer in dieser Zeit ausgerufen als Linke, da habe ich noch ein bisschen die Luft angehalten, weil es noch nicht in Bündnissen war, sondern wir haben gesagt, es muss unter diesen Umständen einen heißen Herbst geben. Es hat ein bisschen Anlauf gebraucht, es gab auch das eine oder andere Diskussion über die Formate, aber am letzten Samstag haben in Frankfurt 5.000 Leute demonstriert und bundesweit 24.000 Leute. Das sind noch nicht viele, das weiß ich schon, aber dass die überhaupt demonstriert haben und es hat sich gut angefühlt in Frankfurt, das will ich euch sehr klar sagen, das hat jede Menge damit zu tun, dass wir da in die Vorlage gegangen sind und gesagt haben, das muss jetzt passieren, weil die neoliberale Politik, die ist nicht vorbei. Sowohl diese Ampelkoalition und nicht nur wegen der FDP, sondern schon auch wegen den Grünen und Teilen der SPD. Und auch die hessische Landesregierung setzen diese neoliberale Politik fort. Und was haben wir davon? Jetzt haben wir eine Zinserhöhung. Und was heißt das für Investitionen in den sozialökologischen Umbau? Die sind dann kaum noch finanzierbar, um nur mal einen einzigen Punkt rauszugreifen, der heute noch nicht gesagt worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen heißt es hier, Entschuldigung, ich arbeite in Gewerkschaften. Ja. Im Kollegenkreis und Kolleginnenkreis haben viele Zweifel, ja, ob wir das jetzt schaffen, ob wir wirklich mit einer Stimme sprechen, ob wir die gleichen Ziele verfolgen, ob wir wirklich Konsequenzen aus MeToo nicht nur gelernt haben, sondern auch wirklich in die Praxis umsetzen. In Hessen gehen wir seit ein paar Jahren einen anderen Weg. Hier war mehrfach die Rede vom hessischen Weg. Wir haben hier auf Basis gegenseitigen Respekts unterschiedliche Meinungen ausgetragen. Da wurde es schon auch mal laut. Ja? Das ist schon klar. Aber nach außen sind wir geschlossen aufgetreten. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir unbedingt fortsetzen. Das müssen wir uns 3-mal am Tag sagen. Diese Geschlossenheit, das wird letztendlich das sein, was den Unterschied ausmacht. Und, liebe Genossinnen und Genossen, 2 Sachen sind mir persönlich noch wichtig. Vergesst den Kampf gegen die Rechte nicht. Schaut euch das an in Europa, ja, da wird es mir Himmelangst. Und wenn wir vom Krieg reden, dann lass uns nicht nur über die Ukraine reden, sondern dann lass uns auch über die Türkei reden und über die Schweinerei, die der Erdogan hier mit unseren kurdischen Genossinnen und Genossen macht, auch mit deutschen Waffen. Es gibt viele in diesem Land, denen zutiefst unbehaglich ist, wenn die Neoliberalen in der FAZ und im Handelsblatt und in was weiß ich, in den Leitmedien davon reden, dass der Kapitalismus das einzige System ist, was vorstellbar ist. Vielen ist unbehaglich. Wir sind diejenigen, die die Antwort haben, das wissen die Menschen eigentlich. Lass uns das nach draußen tragen, lass uns das auf die Straße tragen. Das ist insbesondere das, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen raus aus den Sälen, raus auf die Straße, zu den Leuten. Genau darum geht's. Dabei würde ich gerne noch mal mithelfen in den nächsten 2 Jahren und würde um euer Vertrauen dafür bitten. Vielen Dank fürs Zuhören.